Stellst du dir die Frage, ob du den Leatherman Charge oder den Leatherman Wave besorgen sollst? Dieses Video, das soll dir eine Antwort liefern und wenn du die suchst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, der Leatherman Wave und der Leatherman Charge. Und wenn man da genau hinschaut, dann siehst du gleich einmal, dass die Struktur, also die Oberflächenverarbeitung ein bisschen anders ist. Beim Wave ist glatt, da ist sie ein bisschen strukturierter, aber sonst ist sehr wenig Unterschied. Aber die Unterschiede, die wollen wir uns anschauen. Beide haben einen Einhand-Öffnenmechanismus, da gibt es eine Klinge, ja, die ist ziemlich gleich. Beim Charge ist sie ein bisschen schlanker. Aber das ist nicht der Rede wert. Beides ist mit Linerlock gesichert, da gibt es keinen Unterschied. Beide haben eine Säge auch an derselben Position, ja, da gibt es auch keinen Unterschied und das ist einmal klar. Der erste Unterschied beginnt auf der anderen Seite und zwar der Wave hat hier ganz normal eine Tanto mit einseitigem Anschliff und mit diesen Serrations oder dem Wellenschliff, wenn man es deutsch sagen will. Wenn es gerade einfällt, ja. Und der Charge, der hat hier ja, noch einen Gurtschneider mit integriert. Ja. Das wäre hier zum Beispiel auch praktisch, ist aber nicht der Fall. Da gibt es einen Gurtschneider dazu. Ich weiß nicht, wofür man es noch verwenden kann, diesen Gurtschneider. Zum Feathersticks machen habe ich probiert, das geht leider alles gar nicht. Das funktioniert nicht so toll. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch Anwendungen. Wenn du sie weißt, dann schreib sie mir bitte unten als Kommentar dazu. Da würde ich mich freuen. Sonst, beide haben eine Feile. Ja, das ist ident, aber der nächste Unterschied entsteht dann hier, ja, und zwar, wenn du dir die Zangen anschaust, ja, dann ist hier jetzt die Spitzzangen, sie sind sonst ident, bei dem Charge ist dann noch eine zusätzliche Abisoliermöglichkeit gegeben, ja, das ist, hat der Wave nicht, ja, sonst ident. Das Innenleben jetzt da drinnen, das ist auch komplett gleich mit diesem Bithalter und dem Dosenöffner. Da die Schere, haben auch beide ja, diese Art von Schere. Das ist alles sehr nicht ganz baugleich, aber so gut wie. Das ist nur in kleinen Details, dass die Falz vielleicht ein bisschen anders ist, aber sonst gibt es da keine Unterschiede. Und daher, also die zwei Dinger sind im Endeffekt total gleich, nur eben mit ganz wenigen Unterschieden. Ja genau, diesen Clip hier, diesen Gürtelclip oder Hosenclip, ja, damit man sich das Teil da vorne her machen kann, sozusagen, ja, hätte es jetzt zusammenlegen sollen, das kann ich auch auf den Charge montieren, es ist halt hier jetzt bei dem Wave montiert. Was sollst du kaufen? Ja, ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht. Wenn du sagst, es stört dich nicht, dass der Charge, ja, dass der Charge hier, ja, bei dieser Tanto-Klinge mit dem Wellenschliff, die man ja eh sehr selten im Einsatz hat, da dieses Teil dabei hat, diesen Gurtschneider und das vielleicht sogar noch als im urbanen Überleben oder bei einem Unfall oder bei einem Erste-Hilfe-Notfall vielleicht sogar relevant ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Die zusätzliche Funktion mit dem zum Abisolieren oder und zum Abzwicken sozusagen ist auch nett. Ich weiß, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man das da vorne einsetzen kann. Wenn du die weißt, schreib sie mir auch dazu. Also die Frage Wave oder Charge ist nicht einfach zu beantworten, was halt auch besser gefällt. Wenn es um die Funktionen geht, weil sie sind gleich schwer, Link zu den Produkten findest du unten. Schaust dir ganz einfach an, wie auch aktuell der Preis steht. Der Wave war günstiger am Anfang und dann die Preise andauernd. Aber schau es dir an, vom Preis her sollte da, zumindest weiß ich nicht, wie es im Moment ist, aber in der Vergangenheit war da nicht so viel Unterschied. Hat vielleicht der Charge sogar die Nase vorn, weil er eben diesen Gurtschneider auch noch dabei hat, der doch in einer Extremsituation den Unterschied machen kann. Aber man kann wahrscheinlich den Gurt auch da mit dieser Tanto-Klinge bearbeiten. Die ist vorne nämlich nicht scharf. Ja, man kann da auch rein. Schwere Sache. Ich wollte einfach die Vorteile bzw. die Funktionen, so muss man sagen, vorstellen. Ich hoffe, du hast jetzt einen Überblick. Ich mag dir um einen Daumen nach oben bitten und ich mag dir um einen Kommentar bitten. Welchen der beiden würdest du nehmen? Hat dir das Video geholfen, mal jetzt eine Entscheidung zu treffen? Und ja, wie siehst du das ganz einfach? Das wäre nett. Da unten, ja, Link zum Produkt. Schaust dir ganz einfach an, wo der aktuelle Preis liegt. Da ein Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Da geht es zum Reini Rossmann Survival Kanal. Aber andere Videos zum Anschauen. Und jetzt muss ich mit meinem Hund weitergehen, weil der Fuchsi, der wird schon ganz nervös. Bis bald, dein Reini Rossmann. Ciao.